Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. Willkommen bei der besten Verkehrssimulation der Welt. Was sehe ich denn hier? Es ist hier wieder eine Ampel und hier unten ist Wasser. Das wissen wir, das ist ein Grafikbug, weil das ist ein Tunnel, das funktioniert. Sonst würden hier käumlich Autos rauskommen. Ist ein bisschen schade, aber das werden sie wahrscheinlich noch fixen. Gut, also fangen wir gleich mal damit an, hier Ampeln zu beseitigen. Geht gar nicht anders. Weil, ja gut, es gab zwar noch einen Kommentar, Ampeln regeln den Verkehr, gleich kein Chaos, keine Ampeln, gleich Chaos. Das sehe ich tatsächlich anders, also nicht in der Realität wohlgemerkt, sondern hier im Spiel, wir haben ja gesehen. Wenn wir hier überall Ampeln haben, dann haben wir wirklich nur noch komplett Stillstand. Jetzt haben wir ein bisschen Stillstand. Wir sehen, hier ist noch Stillstand, wo wir doch gerade bei Stillstand sind. Diesmal nach hier hinten, hier ist alles okay, hier bei diesem irren Konstrukt. Sieht so aus wie so eine, wie heißt das auf Hochdeutsch, eine Kügelibahn. Ja, eine Kugelbahn wahrscheinlich, so von früher, eine Holzkugelbahn. Das hat tatsächlich was. Hier ist auch wieder ein bisschen etwas. Haben wir hier einen Unfall? Das könnte natürlich noch sein. Ja, da hat es gekracht. Ja, da kommt eh gerade die Polizei, glaube ich, oder die Hubschrauber sollten kommen, wenn hier was passiert ist. Und dass nach einem Unfall ein Stau entsteht, ja, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Gut, aber hier hinten ist nicht so ideal. Und wenn wir hier gucken... Ja, hier ist dieses Einfädel nicht so ideal. Haben wir hier eine Ampel? Nein. Nee, die habe ich schon weggenommen. Gut. Ja, das Einfädeln ist nicht so ideal. Jetzt hat gerade der Christian noch geschrieben, es sind auch zu viele Kreuzungen. Ja, da könnte man sich jetzt überlegen, dass wir zum Beispiel das hier mal wegnehmen, aber es hat ja einen Grund, warum ich es gemacht habe. Damit sich das nicht alles dann irgendwie hier vorne kumuliert und wir dort dann den Stau haben. Wenn wir das sehen, gäbe es da eine Alternative. Was ist das? Das ist die Abfahrt von der Autobahn, um hier runter zu kommen. Da haben wir hier was gebaut. Das bringt herzlich wenig, wie man sieht. Ja, was könnten wir da für eine andere Lösung anbieten? Was wollen denn die Leute? Die fahren hier lang, dann fahren die hier rüber. Dann stehen sie hier ein bisschen im Stau. Es ist halt eine Autobahnabfahrt, also viel würde ich hier tatsächlich nicht mehr ändern. Vielleicht, dass wir irgendwie doch von hier... Ja, wir kommen ja hier runter. Das ist ja eigentlich... Also es wäre doch irgendwie sinnig, wenn die hier irgendwie dann da lang fahren, wenn sie nach hier wollen, wie das wieder klingt. Und ja gut, jetzt, und dann gehen sie hier rauf, fahren sie da lang. Ja, es ist überall ein Gefahr, faszinierend, außer da, wo sie stehen. Hier ist kein Gefahr mehr. Soll ich hier mal gucken? Wir könnten natürlich schnell tatsächlich einfach nochmal gucken wegen dem Kreisel. Ja, dann haben wir halt tatsächlich wegen der Brücke und so weiter. Nee, geht gerade überhaupt nicht. Hier macht er keinen Sinn. Irgendwie hier was ändern, dass wir nicht hier reingehen. Aber wo sollen wir sonst rein? Und was ändert es, wenn wir das jetzt irgendwie verlegen? Und wir können nicht. Guck mal, hier ist ja überall bereits alles schon gebaut. Hier ist nochmal eine Ampel, die lasse ich aber mal, weil hier fließt der Verkehr gerade. Oder stockt das, weil wenn die hier stehen, dass es dann hier nicht mehr weitergeht. Nee, es geht halt hier sowieso nicht weiter. Weil die von der Spur in die rein wollen. Und die wollen hier zusätzlich allen Ernstes auch noch rein. Dass das hier halt nicht genutzt wird, finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Bringt es was von hier irgendwie da rauf? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin hier gerade ein bisschen sprachlos überfordert. Kann ich hier nicht noch was bauen? Nee, das sind alle Straßen, wo ich leider nicht ranbauen kann. Was machen wir denn hier? Kreisel ist eine Lösung, können wir nicht machen. Eckt an sozusagen. Hier vorne wäre es wieder gut. Das ist das Problem. Wir müssen das ändern. Aber wie... Oder soll ich es wegnehmen? Sie können ja hier lang. Dass sie da runtergehen. Dann haben wir halt dort den Stau. Kommt, wir machen einfach mal Folgendes. Wir kappen das mal. So, dann haben sie hier die Möglichkeit, in die Richtung zu fahren. Mal gucken, ob sie es machen. Ist jetzt aber vom Dingens her... Ach, schau mal an. Das ist natürlich jetzt hier... Das ist die falsche Straße. Wir brauchen hier die Schnellstraße in Breit. Zack, einmal so und einmal so. Und hier gleich nochmal. Jo, dann wird es passen. Ist ja eine Schnellstraße. Jetzt gehe ich hier mal auf Tempo. Ich möchte wissen, was hier passiert. Die Autos, die werden sich sortieren. Irgendwann. Keine Ahnung wann. Irgendwann werden sie. Heißt, die fahren jetzt von der Autobahn ab und kommen dann in den Bereich hier. Dann können sie gucken, wo sie hinwollen. Aber warum die jetzt hier so stehen und gar nichts mehr machen, ist mir tatsächlich ein bisschen Rätsel. Kann ich da was machen?
Nee, man müsste die sozusagen drehen können, wie bei Transport Fever 2. Dann wären sie weg. Oder warum stehen sie? Hier ist immer grün, hier ist dauergrün. Das ist eigentlich okay. Kommt, ich mach die Ampel einfach auch noch weg. Einfach, weil wir es können. Jetzt haben wir sie überall weg. Dann macht es, glaube ich, schon Sinn, dass wir das hier auch wegmachen, das Ding. Geht dann nach hier vorne und da vorne ist dann wieder okay. Ja, aber hier haben wir halt tatsächlich kompletten Stillstand. Also irgendwas funktioniert hier nicht mehr. Ja, jetzt bewegen sie sich langsam. Der Kollege richtet sich neu aus mit dem Anhänger. Ist in Ordnung. Und die wollen hier rüber. Wisst ihr was, das unterbinden wir auch mal noch. Das wollen wir auch nicht. Das müsst ihr anders irgendwie hinkriegen. Wenn ihr dahin wollt. Ja, dahin kommt er ja automatisch jetzt. Und hier, das ist dann die Abfahrt. Da staut sich hier halt wieder bis weiß ich nicht wohin. Aber irgendwie, sie kommen halt auch nicht in die Gänge. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind auf volle Pulle. Also das müsste doch schneller gehen, dass sich das hier wieder irgendwie regelt. Man möchte ja ein Ergebnis sehen. Hier im strömenden Regen. Heieiei. Ah, jetzt kommen sie in die Gänge. Jetzt sind die weg. Die fahren wir geradeaus. Ja, ich denke, da hat der Christian schon nicht Unrecht gehabt mit den zu vielen Kreuzungen. Das hat nicht nur der Christian geschrieben. Das haben natürlich ein paar Leute geschrieben. Aha, dann fahren sie hier rauf. Die fahren nach da vorne. Ja. Ist doch in Ordnung. Dann sollte sich das hier... Naja, auflösen vielleicht nicht, aber es sollte besser werden. Ja, schaut mal, jetzt haben wir doch hier Bewegung drin. Die Motorradfahrer, alle unterwegs, die Autos alle unterwegs und alle tatsächlich in Bewegung. Müssen wir gucken, dass wir nicht hinten ein Problem kriegen. Hier bei der Einfahrt, ja. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein paar. Aber das gefällt mir wesentlich besser. Also man sieht, da ist überall Bewegung, da stehen sie nicht. Und das müsste hier nachlassen dann langsam. Ja, die kommen auch in die Gänge. Jetzt fahren sie auch wieder. Zumindest fahren sie ein bisschen. Ja, man sieht schon. Dann ist aber wirklich diese Kreuzungen. Das ist tatsächlich auch ein massives Problem. Ganz klar. Aha, und die wollen dann hier rein. Die können immerhin noch fahren. Ja, da könnte man auch gucken, das hier weg. Wobei, irgendwie muss man halt... Man muss halt doch irgendwie... Ja, hier rüber muss man trotzdem kommen. Wie sieht's aus? Ja, jetzt wird's hier tricky. Oh, ein neues Gebäude verfügbar. The Marvelous Marble. Ein wunderschönes Gebäude im alten Stil und unzähligen Marmorornamenten. Alle Touristen werden hier mit Sicherheit auf ihre Kosten kommen. Werden natürlich dann gleich setzen, das Gebäude. Aha, da sind noch Hubschrauber unterwegs hier, wo ich höre zumindest rattern. Und? Schau einer an, Stau weg. Also hier ist er tatsächlich weg. Jetzt entsteht da halt dezent hier. Hier hinten ist noch okay, da muss ich auch nochmal schnell gucken. Hier ist auch okay und hier vorne wird es dann langsam eng. Allerdings, man sieht, es bewegt sich noch. Und guck mal, die fahren hier sogar ins Tunnel rein. Von der Autobahn. Okay, das ist natürlich auch ideal. Hier ist dann wieder ein bisschen nicht mehr so ideal. Da könnt ihr ja nochmal schnell gucken. Ne, da habe ich schon geguckt. Hier kriegen wir auch keinen Kreisel hin, weil hier die Brücke ist. Geht auch nicht. Aber gegen ein bisschen Verkehr habe ich nichts. Der Stau war das Problem. Und den haben wir, glaube ich, zumindest ja beseitigt, würde ich nicht sagen. Allerdings auf der Autobahn, bei der Ausfahrt, haben wir den jetzt weg. Also den haben wir beseitigt. Sehr schön. Gut, dann lasst uns doch mal gucken, dieses Spezialgebäude. Wo haben wir das denn? Da haben wir noch was vergessen. Vom bescheidenen Toaster bis zur selbstordnenden Sockenkommode. In dieser Fabrik wird alles hergestellt, was man an eine Steckdose anschließen kann. Plus 1 Wahrscheinlichkeit für College-Abschlüsse stadtweit und Industrieeffizienz. Das würde ich gerne mal setzen, das Teil. Das hat eine stattliche Größe, okay. Funktioniert stadtweit, das heißt, das können wir eigentlich irgendwo hier reinsetzen. Und klöppeln da noch eine Straße hin. Ich mache das mal. Sehr gut. Aha, jetzt ist die Straße hier vorne. Ja, das geht so nicht. Da müssen wir dich nochmal ein bisschen verschieben. Hier an die Straße ran. Batz, okay. Das passt. Ein ordentliches Gebäude. Ne, ich wollte nicht raus. Ich möchte spielen, bitteschön. Ein ordentliches Gebäude, tatsächlich. Ich mache mal das Hard weg. Das lohnt sich schon. Moment. Ne, war ja weg. Ja, jetzt ist das Gebäude im Weg, aber ich denke, man sieht trotzdem, was das ist. Was steht denn hier Schönes? Skondig Baron. Aber es ist halt nicht das Gebäude, das wir eigentlich setzen wollten. Von daher,
Das ist aber schon ein sehr schönes Teil. Also ich liebe diese Gebäude, muss ich gestehen. Gut, ich brauche mein Hut wieder. Man reicht es mir. Aber wir haben nochmal ein Spezialgebäude. Und zwar war das hier. The Marvelous Marble. 5 Wohlbefinden. Aber im Umkreis von 1,5 Kilometern. Ich würde sagen, das könnten wir wieder mal hier hinten irgendwo hinsetzen. Hier haben wir, glaube ich, nichts in dem Sinne. Wo passt du hin? Hier. Ja, wobei, wäre zentral besser, weil eben, wir haben sozusagen einen Umkreis. Kann ich das irgendwie drehen? Muss das so hier dran stehen? Ja gut, dann machen wir das auch so. Aber dann machen wir es so, dass hier nicht allzu viel kaputt geht. Wäre dann plus minus so. Das wäre ein Gebäude. Auch gleich gucken gehen. Ja, fällt jetzt nicht mal riesig auf, finde ich, hier zwischen diesen Häusern. Ist aber halt trotzdem was Spezielles. Sehr schön. Und wir haben wieder Nachfrage. Massiv nach... Achso, ich habe letztens noch die Dings gesucht. Moment. Bei der Feuerwehr. Wo haben wir die Feuerwehr? Bei den Katastrophen. Da haben wir diese Warnanlage. Genau, das hier. Große Notunterkünfte. Ich glaube, haben wir auch mal gebaut. Aber hier außen, man sieht es hier nicht. Dann gibt es hier eine Unterkunft. Hier brauchen wir es auch nicht. Das ist ja eigentlich nur... Das ist eigentlich nur Straße. Aber hier könnten wir noch was brauchen. Einmal hier noch eine große Notunterkunft. Dann gehen wir mal Richtung Flughafen. Plus, minus. Hier haben wir auch nichts. Da brauchen wir auch noch was. So, dann haben wir es hier ebenfalls. Und hier hinten haben wir auch nichts. Da kommt auch noch mal was hin. Sagen wir mal hier. Ich war aber eigentlich unterwegs wegen den Teilen. Katastrophenfrühwarnsystem. Wie gesagt, brauchen wir nicht. Wir haben die Katastrophen deaktiviert. Machen wir trotzdem. Frühwarnsystem. Zack, ahoi. Können wir das noch einmal setzen? Tatsächlich. Ja, aber das freut die Leute hier dann doch enorm. So, wir gehen mal nochmal gucken, wie sieht's aus hier mit Gewerbegebäude. Ich würde gerne wieder tatsächlich ein bisschen dichter bauen, dass wir hier wieder die hohen Häuser haben, schlussendlich. Aha, das geht hier runter. Was haben wir denn hier hinten noch? Hier haben wir auch gebaut. Das ist im Prinzip schon wieder ein anderer Stadtteil. Dann hätte ich gerne hier das Ganze hoch. Wenn es irgendwie geht, da wird auch gleich gebaut. Und dann hätten wir hier noch was, was wir dazu tun. Und dann kommen hier sicher noch Wohnungen hin, weil sonst macht das Gewerbe wieder keinen Sinn. Da haben wir ja auch Nachfrage. Nehmen wir das hier gleich mal noch mit. Das, das, das. Ich zeichne mal ein und da möchte ich schnell gucken. Irgendwie Parks etc. brauchen wir ja natürlich auch noch. Touristenattraktionen, die sind alle weg. Hier haben wir noch was. Na, was ist das denn? Nesinuela. Ein Fernsehturm in Tampere, Finnland. Okay. 75 Erholung im Innenraum. Wurde 1971 eröffnet, liegt mitten im Särkänniemi-Vergnügungspark und bietet eine herrliche Aussicht über den Nessi, diese Finnen. Irgendein See. An der Spitze des Turms befindet sich ein rotierendes Restaurant. Ah, das kenne ich glaube ich sogar. Das sich einmal alle 45 Minuten um die Achse des Turms dreht. Ja, den Nessi-Kollegen, den hätte ich natürlich trotzdem noch gerne. Wo kommt denn Nessi hin? Irgendwo hier. Hier in die Mitte vielleicht sogar. Ne, da überlappt es wieder. Was haben wir denn hier in der Mitte, dass das nicht geht? Ja, irgendwas haben wir da. Irgendwas ist hier. Öl wahrscheinlich, nehme ich an. Dass wir hier ein Ölding haben. Das ist mir zu sehr am Rande der Map. Hier vorne vielleicht sogar beim Wasser. Und dann eine Straße dazu. Hier. Daran. Ja, ich kann die Straße herausziehen. Bauen dich mal hier hin und gucken mal. Aha, sieht man da das drehende Restaurant? Das wäre natürlich cool, wenn sich das tatsächlich dreht. Die Straße fehlt. Kriegt er. Das muss aber nichts Riesiges sein. Da können wir so tatsächlich mal wieder... Ja, eine Gasse nicht, aber eine Schotterstraße. Damit hier nicht irgendwie ein Riesenverkehr entsteht. Einmal Schotterstraße mit Kurve. Irgendwie so und dann da rein. Batz. Okay, haben wir. Dann können wir ja sogar noch bauen. Ich denke, das ist ein gutes Gelände nochmal für Wohnungen. Ich versuche es mal nochmal mit denen hier. So, ob das auch genutzt wird. Und sonst werden wir das natürlich einfach nochmal umsiedeln. Ich denke, hier ist der Landwert nicht schlecht. Oh, jetzt hängen die nicht am Wasser, weil die Straße hier nicht leitet. Okay, da würde ich tatsächlich aber mit einer Straße arbeiten. Dass wir ja doch noch eine normale Straße haben. Hier so rausgehen. Wo wollen wir hin? Hier unten durch und dann da rein. Das können wir machen.
Machen wir es mal so. Ist eh gut, dann können wir hier nochmal bauen. Die Kurve habe ich ja. Irgendwie so. Dann irgendwie hier runter. Dann hier irgendwie unten durch. Ja, Moment, das ist nicht gut so. Das müssen wir anders machen. So ist okay. Und dann hier wieder in den Kreisel rein. Sehr gut. Machen wir das auch. Ja, das sieht nicht so aus, als würde hier tatsächlich gerne gewohnt werden, dicht besiedelt. Wir ändern das nochmal schnell. Wir machen hier den. Und zonen hier schnell um. So, mal gucken, ob sie dann gerne wohnen. Wir werden es rausfinden. Also ich finde das eine schöne Gegend. Gut, es ist halt die Brücke ist da, die Unterführung ist da, da hat man ein bisschen Lärm. Na? Ja, sagen wir mal so, sie stürmen die Baustelle nicht gerade. Also das ist nicht so. Oder wohnen die nicht gern bei so einem Turm? Vielleicht macht er trotzdem noch ein bisschen. Oh, das hat aber nicht gefruchtet hier. Okay, wer was ändern? Kommt, wir machen hier eine andere Straße hin. Das ist die einfachste Variante. So, einmal so. Jetzt müsste es passen. Komm, die Straße. Ich habe doch nicht hier eine Schnellstraße oder so genommen. Wir gucken mal schnell. Hier wird Wasser geleitet. Doch, guck mal. Hier, das hängt doch dran. Oder hängt hier das ganze System nicht dran? Am Wasser. Hier sehen wir es. Da hängt, glaube ich, alles nicht dran. Haben wir denn noch andere, die kein Wasser haben? Nö. Nö, hier ist alles okay. Können wir so machen. Finde ich komisch. Warum hängt das nicht dran? Ja, ja, die haben natürlich dann alle das gleiche Problem. Das ist mir klar. Kann ich hier irgendwie eine Straße... Moment, ich muss nochmal schnell gucken. Ja, hier hängt es nicht dran. Da müsste man das noch verbinden. Kommt, das verbinden wir mal. Jetzt wird es wieder lustig. Der Heiße bastelt wieder mit dem Strom rum. So, das hat geklappt. Man muss irgendwie das Ganze komischerweise ein bisschen daneben setzen, damit es funktioniert. Seht ihr hier? Hier geht's. Okay, dann wäre das mal angeschlossen, glaube ich. Dann müssen wir den Strom haben. Wobei, jetzt wird gerade gejammert, dass sie keinen haben. Ich habe es doch angeschlossen, oder ist das? Ach, das ist auch nicht angeschlossen hier. Dann müssen wir das noch anschließen. Ich hoffe, das passt. Wo gehen wir rein? Irgendwie... Soll ich hier reingehen? Geht das überhaupt? Das ist halt jetzt tatsächlich wieder die Frage. Und hängt das dran? Das hängt, glaube ich, tatsächlich nicht dran. Das würde dranhängen. Ich weiß nicht, ob es dranhängt. Ich gucke nochmal schnell. Moment. Doch, fließt. Doch, doch, das hängt dran. Dann sollten wir jetzt hier hinten, denke ich, Ruhe haben, was den Strom angeht. Jawohl. Jetzt haben wir das Ganze noch mit Wasser und Abwasser. Da hätten wir hier die Möglichkeit, was zu machen. Und das machen wir auch gleich mal. Bin ich hier unter der Erde? Jawohl, bin ich. Hängt das dran? Ich glaube, ja. Geh mal hier rein. Passt. Werden wir gleich rausfinden. Wasser. Abwasser. Müssen doch funktionieren, Jungs. Nee, klappt ihr wieder nicht so ganz. Gehen wir nochmal schauen. Oh, ich habe die falsche Röhre genommen. Da müsste man natürlich eine Doppelröhre haben. Dann machen wir das halt mal separat. Und zwar so. Was? Das passt auch. Dann kann man es auch ohne Doppelröhre machen. Ja, sind wir immer noch auf Tempo? Ja. Das hat jetzt aber noch nicht so ganz geklappt. Hängt das nicht dran? Hier hängt es nicht dran. Okay, dann gehen wir mal noch einmal ganz rüber, würde ich vorschlagen. Aber diesmal mit der Doppelröhre gerne. Von hier kommend. Was überlappt denn hier? Kann doch nichts im Weg sein. Oh, ein Tunnel, okay. Hier rein. Bats, okay. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Da fließt halt immer noch kein Wasser. Hier fließt halt auch keins, weil hier vorne auch was fehlt. Da fließt Wasser. Kommt, wir gehen dort noch hin. Wir sind ja unterirdisch, das funktioniert. So, jetzt müsste es gleich klappen. Jetzt müsste doch hier fließen. Wenn wir da dranhängen, hängen wir denn dran? Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Geh nochmal runter. Und mach nochmal den Wasserkollegen an hier. Ja, jetzt fließt. Das dauert halt ein Momentchen, bis das fließt. Spiel. Da war gerade ein Ruckler-Dingens. Ja, jetzt ist okay. Jetzt haben wir Ruhe. Jetzt passt doch dort hervorragend. Mit diesem neuen Turm. Jetzt wird hier auch gebaut. Kein Wunder, haben da die dicht besiedelten nicht gebaut. Aber ich würde es mal so lassen.
So, Nachfrage nach Gewerbe. Auch noch mal ein bisschen dünn besiedelt. Hier kann ich nichts mehr bauen. Da hinten auch nicht. Aber hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. In die Richtung. Wir können natürlich noch weitere Kacheln kaufen. Auch klar. So, hier mal noch zack den hier. Und hier ist bereits eingezeichnet. Hier bräuchten wir schon wieder neuere Straßen. Also nicht neuere. So neue Straßen. Und hier, kommen wir dann doch auch langsam in einen gewissen Stau rein. Hier bei unserer Rügelibahn. Bei der Murmelbahn. Ja, lass uns aber hier vorne gucken. Jetzt haben wir ein bisschen was gemacht, damit die Stadt wächst. 133.000. Ja, das hat schon wieder irgendwie. Das ist schon wieder irgendwie Mumpitz. Ist es denn wahr? Ja, die Ausfahrt. Wo war das jetzt vorher? Ist das hier, wo wir vorher gearbeitet haben? Nein, ich guck mal. Ja, so plus minus. Nee, das ist doch was anderes. Was mir da auch nicht gefällt, ist diese Abfahrt hier. Die kommt mal weg. Dann können sie hier lang, hier nach vorne. Hier geht es vom Vierspurigen ins Vierspurige. Das müsste soweit also klappen. Aber hier ist halt Stau. Ihr ahnt, was kommt. Genau, ich teste mal nochmal schnell, ob ich hier einen Kreisel hinbringe. Jawohl. Zack, sehr gut. Einmal Kreisel. Ich denke, der hilft bereits auch. Dann geht das hier nach vorne. Ja, dann ist das Neugebaute. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Guck mal, das haben wir neu gebaut. Wir haben das andere abgerissen. Jetzt haben wir hier den Stau, den wir vorher hier unten hatten. Hier auf der Straße. Aha. Hier ein Kreisel. Kriege ich hier auch noch einen hin. Der Tag des Kreisels. Jawohl. Kreisel ahoi. Passt. Und hier vorne haben wir einen Kreisel und stellen fest, die fahren doch. Also eigentlich fahren die, das ist eigentlich kein Problem. Aber sag mal, was ist mit dem Gewerbe los? Ich kann Gewerbe machen ohne Ende, da passiert einfach nicht viel. Wir machen hier nochmal einen Riegel. Gerne eine breite Straße, um da allfälligen Problemen vorzubeugen. Hier raus. Zack, hier ran und dann irgendwie so hier ran. Und dann machen wir das so. Dann geht das hier rauf. Ich habe die Kurve nicht. Ich wollte natürlich eine Kurve haben. Ist jetzt aber kein Drama. Das können wir auch so machen. Hier im Wald drin. Dann den hier. Und dann geht das dort rein. Sauber. Wir gehen zum Thema Gewerbe. Dünn besiedelt. Und jetzt werden wir das hier aber mal ordentlich klöppeln. So, das müsste da irgendwie runterzukriegen sein hier. Diese Anzeige. So, das ist jetzt aber einiges an Gewerbe. Also da kann keiner mehr reklamieren. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Dass da tatsächlich immer noch nichts passiert. Ich bin schon auf Tempo. Ja, ja, ich bin auf Tempo. Und jetzt ist aber halt, jetzt habe ich mal so gebaut, dass wir hier keine Kreuzung haben. Guck mal. Aber das ist halt auch nicht ideal. Das heißt, wenn jemand auf der Straße ist, muss er irgendwie bis nach da vorne, damit er hier mal endlich in die Straße reinkommt. Vielleicht doch nochmal eine kleine Straße. Oder mal lassen. Ah, jetzt wird aber gebaut. Ja, jetzt geht's zurück. Okay, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten. Die Mühldinger. Lass mich mal gucken, wo haben wir denn die Mühldinger? Hier beim Recycling. Also diese Mülldeponien, hieß es, brauchen wir nicht, wenn wir Verbrennungsanlagen haben und Recyclingzentren. Zentren. Wir haben nochmal so ein Teil gebaut, ich denke, ist aber okay. Bodenverschmutzung haben wir hier auch. Hier haben wir auch Bodenverschmutzung, sogar beim Recyclingzentrum. Das heißt, die können wir, oder sollten wir hier tatsächlich nicht reinsetzen. Weil ich habe gerade gesehen, nee, guck mal, hier warten, die warten auf Leichenwagen. Ich dachte, hier hätten wir auch ein Müllproblem. Das haben wir hier aber tatsächlich nicht. Gut, wo wir Müllprobleme haben, und zwar wahrscheinlich immer noch. Nee, die warten auch auf Leichenwagen. Aber Müllberge haben sie trotzdem. Wie sieht es denn aus mit dem Krematorium generell? Beziehungsweise mit den Leichenwagen sozusagen, die verfügbar hier. Ist eigentlich noch okay, Friedhof ist auch okay. Nee, das ist alles in Ordnung. Wir können ja mal schnell schauen. Wasser. Okay, Strom. Völlig okay. Verkehr komplett überlastet. Parkanlagenverfügbarkeit ist auch im grünen Bereich. Hier ist auch alles okay. Das ist eigentlich alles okay hier. Feuerwehr, durchschnittliche Brandgefahr, wir sind im grünen Bereich, passt. Unterkunftsverfügbarkeit, geschützte Bürger, null. Schutzraumkapazität, 214.000. Ja, das reicht aber auch bei 133.000 Einwohnern.
dann reicht das ja. Aber wir brauchen es wahrscheinlich im Moment nicht, deswegen wird das nicht angezeigt. Auch okay. Kartenlegende, Bürgerwohlbefinden. Ja, durchaus im grünen Bereich, würde ich sagen. Dann haben wir ja die Bildung nochmal. Ist auch in Ordnung. Das haben wir letztens uns schon mal angesehen. Transport. Ja, Postdienstverfügbarkeit ist wahrscheinlich nicht perfekt. Sehen wir hier. Ja, das ist nicht perfekt. Wir gehen mal nochmal schnell zur Post, wenn ich sie finde. Ne, die ist sogar hier. Wo haben wir hier denn zum Beispiel Briefkästen? Hier unten haben wir was. Aber ich glaube, hier hinten haben wir gar nichts. Ne, dann setzen wir hier mal noch ein paar Briefkästen hin. Ganz klar. So, Moment. Hier noch einen hin. Dann hier einen hin. Und dann machen wir hier nochmal eine Poststelle. Würde ich sagen. Das geht eben nicht. Ich muss da besser zielen. Jetzt. Jetzt. Nee, hat nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Gut, hier noch schnell. Einmal Briefkasten. Und hier hinten noch schnell Briefkasten. Und hier zum Flughafen rauf. Ich denke, beim Flughafen könnte man eigentlich auch noch welche gebrauchen. Die müssen ja nicht unbedingt immer auf beiden Seiten sein. Ich kenne sowieso eher so, dass... Also die sind eigentlich nie auf beiden Seiten, die Briefkästen. Normalerweise hast du einfach auf der einen Seite ein. Ich habe das jetzt aber irgendwie so angewöhnt. So, hier hinten noch. Ich mache jetzt trotzdem nur noch auf der einen Seite. Es ist ja wirklich... Die brauchen wir wirklich nicht auf beiden Seiten. Das sind keine Buslinien. Gut. Dann eine Postsortierstation. Lehrmittel. Postamt. Wir machen ein Postamt hier hin. Da überlappt's. Da überlappt's. Wie sieht's hier aus? Da überlappt nichts. Doch, da überlappt's auch. Und hier? Ja, es hat wieder irgendeine Industrie dort. Kann ich hier irgendwo noch eine Post hinsetzen? Gibt's doch nicht. Überlappend, überlappend, überlappend. Ja, dann müssen wir hier wieder was abreißen. Das ist auch Mumpitz. Hier geht eine Post hin. Zack, Post ahoi. Und dann eine Postsortierstation. Ist ein bisschen größer. Die kommt. Stadtgrenze überschritten. Ja, aber wenn ich dich ein bisschen drehe, nicht mehr, oder schon? So geht's. Überlappende Objekte ist aber okay. Bad einmal gesetzt. Dann haben wir dich auch. Dazu eine Straße. Wo brauchst du die? Ausgerechnet hier oben. Jetzt muss ich nochmal eine Kachel kaufen. Das geht anders nicht. Und zwar... Oh Gott, jetzt sind wir abgerutscht. Wo wollte ich das Teil jetzt hinsetzen? Hier. Kachel. Hier unten. Hier war's. Damit ich da eine Straße ranhängen kann, muss ich tatsächlich die Kachel schnell kaufen. Anders geht's nicht. Und ich sehe die Folge. Wir nähern uns neuen Rekorden. Von der Länge her. Das ist halt, ich sag's gerne immer wieder, das ist halt Cities Skylines 2. Das war bei Cities Skylines 1 schon nicht anders. Wenn du mal dran bist, es macht halt einfach riesen Laune. Und entsprechend lange kann man spielen. Gut, aber dann danke ich euch fürs Zusehen jetzt. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's hier weiter bei Cities Skylines 2. Macht's gut, bis denne und tschüss. Bye bye, tschüss.